Wir sitzen am Flughafen, warten auf den Abflug. In einer guten Stunde geht's los. Und das Wetter ist auch gut. Es war nicht ganz so heiß wie hier am Wochenende, aber 24, 25 Grad wird es schon sein. Wir sind gelandet, sitzen im Bus nach Santa Eulalia. Wetter ist nicht so prickelnd, obwohl da oben ist ein blauer Fleck, aber es regnet ein bisschen oder tröpfelt. Ja. Morgen laut Reiseleiterin soll es ganz schön werden, hat der Wetterbericht auch gesagt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Hotel ist. Das ist der Blick aus dem Balkon. Meerblick. Und natürlich aber auch Poolblick, aber wir sind sowieso den ganzen Tag unterwegs. Die Lage sieht recht idyllisch aus und das Zimmer eigentlich auch schön renoviert. Lange ersehnte Regen. Hoffentlich bewahrheitet sich die Wettervorhersage, dass es morgen wirklich schön ist. Im Hintergrund hört man den Donnergroll. Den Gewitter, das hier gerade herrscht. Oh, die gemütliche Katze. Ein kurzer Schwänzchen. Der Eingangsbereich in unserem Hotel ist aber nicht. Nicht auf. Der Eingangsbereich bei Nacht. Nach dem Regen. Sonntagmorgen, 8 Uhr. So sieht das Ganze also im Sonnenschein aus. Der Sonnenaufgang ist links von uns. Das heißt, die Sonne wird dann dort hinten untergehen. Direkt hier am Hotel geht es am Strand entlang. Da vorne ist die Stadt samt Yachthafen und da schauen wir jetzt eben mal hin, um die Lage zu erkunden. Das ist noch nicht der Yachthafen, sondern nur eine kleine Bucht. Yachthafen ist dort hinten und da wandern wir jetzt eben auch an der. Immer noch nicht ganz beim Yachthafen angekommen, ist das aber jetzt der Teil, wo die Hotels losgehen. Aber hier ein relativ schöner Strand. Die Sonne brennt schon ganz schön runter, obwohl es erst 9.30 Uhr ist. Und da hinten unser Hotel. Das ist jetzt der Yachthafen. Einfach mal ein paar dicke Yachten hier. Ein bisschen Gastronomie auf der linken Seite und im Hintergrund wieder Hotels. Wir sind auf dem Weg zur Kirche in einem Gartenrestaurant vorbeigekommen. Mit Zitronen und Orangen. Wir gehen jetzt da den Berg hinauf zur Kirche. Ich weiß nicht, ob es das schon ist, aber könnte sein. Das sind also die letzten Meter hinauf zur Kirche. Vorbei an schönen blühenden Bäumen.
immer noch auf dem Weg zur Kirche. Könnte das mit zum Museumskomplex gehören? Jedenfalls schön traditionell. Mit Stein und Holz und Weiß. Das ist sie jetzt also, die Wehrkirche, die ehemalige, im 16. Jahrhundert erbaut. In der heutigen Form zumindest. Und da schauen wir jetzt gleich mal hin. Hier die neue, aktuelle Brücke und hier die alte Brücke. Und das ist eben der Rio von Santa Eulalia del Rio, der im Sommer dann komplett austrocknet und nur hier vorne ein Stück vom Meer eben hinein getrocknet wird. Unser Hotel. Hier der Blick übers Tal. Direkt hinter der Kirche hier ein kleiner Friedhof und die Straße oder der Weg, der drumherum führt. Es ist jetzt gerade Gottesdienst, was wir gerade gesehen haben. Deswegen haben wir uns wieder verdünnisiert. Noch mehr Friedhof. Hier sind in der Tat die Gräber in der Wand, hinter gläsernen Schaukästen. Ich habe mich schon gewundert, dass das da oben ja gar nicht reichen kann, die paar Gräber. Wir irren hier am Ethnographischen Museum herum, weil wir jetzt ja den Weg runter zur alten Brücke suchen. Jetzt sind wir auf dem Weg zur alten Brücke, gegenüber ein Orangen. Hain, ein öffentlicher. Zitronenbäume. Und ja, da vorne geht der Weg entlang am alten Fluss. Das ist die alte Brücke. So sah das wohl früher aus. Ich lese gleich nochmal nach, was, wann, wie, wo.
Heute ist Montag, wir haben den Leihwagen abgeholt, sind jetzt mal losgefahren an der Cala Esperanza. Ich weiß es nicht, irgendeine Cala hier jedenfalls. Sieht nicht so schön aus. Aber wir fahren jetzt weiter, wir sind Richtung Norden unterwegs und machen dann so eine Runde. Hyundai i10, unser Gefährt für die nächsten 3 Tage. Und hier mal so ein bisschen ein Blick auf das Hinterland. Berge, Pinien, Wälder, sehr grün, sehr schön. Heute ist ein bisschen wolkig. Jetzt kommt die Sonne aber gerade wieder raus. Auf dem Weg nach Norden. Wunderschön blaues Meer. Leider kommen ein paar Wölkchen jetzt hier lang, aber soll uns nicht weiter stören. Es ist trotzdem milde, 25 Grad warm. Wir sind in Aguas Blancas, eine Empfehlung von meiner Arbeitskollegin Susanne. Vielen Dank dafür. Schöner Strand. Die Agua ist blanker. Die weißen Wasser. Eigentlich ist es ja mehr blau. Und da hat man dann wirklich, wenn man ein bisschen läuft, einen recht einsamen Strandabschnitt. Wobei es jetzt ja hier auch nicht überfüllt ist. San Vincent auf dem Weg ja nach Norden. Schönes blaues Meer. Eine kleine Boot. Der Duft nach Pinien. Der Ort von der anderen Seite sozusagen. Ein paar Fischerboote oder Tauchboote. Wir sind in Portinatsch angekommen. Kleines Dorf im Norden. Viel Tourismus und nette kleine Strände. Schauen wir mal. Die Bucht von Portinatsch. So blau. Das Auto haben wir kostengünstig geparkt. Nach 10-minütigem Fußmarsch sind wir jetzt am Fuße der Daltvila, der UNESCO-Weltkulturerbestadt, Altstadt, Befestigungsanlage. Wir gehen jetzt mal rauf und gucken dann in die Stadt hinab, weil jetzt sowieso Siesta ist und keiner hat auf.
in der Mauer angekommen. Gibt's hier. Warte mal. Gibt's hier ein richtiges Loch in der Mauer. Eine riesen dicke Mauer. Ich weiß nicht, ob man die Steilheit sieht, aber es geht relativ streng steil berg nach oben. Kann man die Steile etwas nachvollziehen? Hier der Blick über die Stadt. Sieht aber immer noch nicht ganz oben. Geht noch ein Stückchen rauf. Hier kann man die Dicke des Verteidigungsbollwerks etwas nachempfinden. Wobei das hier wohl die schwächste Seite war. Also hier am schwächsten geschützte. So, jetzt sind wir oben angekommen. Boah, es war ganz schön anstrengend bei der Hitze, 26 Grad. Ein laues Lüftchen, aber trotzdem schweißgebadet. Da drüben, wo man die beiden Windmühlenreste, also die Türme noch sieht, das ist der Mühlenhügel, auf dem Nordhang bis in die punische Zeit zurück Gräber liegen. Und das eine mit der bedeutendsten Fundstellen auch darstellt. Gerade eben hat man die Kathedrale und den höchsten Punkt der Insel neben dem Herrscherpalast, so ein Turm, so ein viereckiger, gesehen. Aber es hat wahrscheinlich Gewinde. Jetzt gehen wir mal in die Innenstadt wieder rein. Die Kathedrale. Hinter der Kathedrale auf den Hafen. Noch ein Kreuzfahrtschiff. So, hier ein abgesperrter alter Aufgang, der wahrscheinlich nach unten führt. Die Straße, die wir jetzt gerade runtergehen, ist die Judenstraße. Wir sind am Plaza de España. Bei der Stadtverwaltung angekommen. Hier oben die Kirche und eine kleine Bar. Und hier eben das Gebäude der Stadtverwaltung. Ein palmengesäumter Platz hier unten. Hier das Mirador d'Alt Villa. 5-Sterne-Hotel. Mit angeschlossener Enothek. Tät gab es auch. So, und jetzt der Blick von der anderen Seite auf die Kirche. Direkt rechts neben der Kirche war die Universität und hier unter uns die Waffenkammer. So, wiederum Befestigungsanlagen. Kleines Restaurant, Gasthaus mit Dachterrasse, auch nicht schlecht.
Und wir laufen jetzt dann hier die Mauer entlang, weiter nach unten. So, wir sind auf der Seite angekommen, wo man normalerweise reingeht. Merkt man auch gleich deutlich mehr los hier in den Straßen. Dort ist das Eingangstor. So, das ist die Feuerstelle, in der die beiden Wachposten saßen, die hier 180 Grad hinter mir die Zugbrücke bewacht haben. Und da ist die Zugbrücke. Nachdem wir in Evisa doch schon alles gesehen hatten, sind wir jetzt zu Ses Salines im ganzen Süden beim Flughafen gefahren. Schauen hier nochmal. Dienstagmorgen, 10 Uhr. Wir sind heute auf der Zweiertour angefangen in Santa Gertrudis de Frutera, die Obst- und Kornkammer Ibizas. Also sind gerade schon durch ein paar Dörfer gefahren, wo es viele Obstbäume gab. Wein wird angebaut. Und jetzt gucken wir uns mal den Ort an. Das ist sie, also die heilige Gertrud. Irgendwie komisch ausgehöhlt. Das ist eine Eidechse. Und hier eben der Dorfplatz mit Zitronenbaum. Und direkt hinter uns die Kirche mit dem Friedhof. Der ganze Ort scheint nur aus Bars zu bestehen. Oh, ein Hippie. Wir sind in San Rafael, eine Kirche auf dem Berg, die wir natürlich mit dem Auto hochgefahren sind, mit einem sehr schönen Gewölbe. Da schauen wir jetzt mal rein. Sind durch schöne Orangenhaine gefahren. Berühmte Deckengewölbe, aber das ist es noch nicht, sondern das ist erstmal aus Holz. Riecht auch schön alt nach Holz. Der Sauna ist auch Holz. Und hier sieht man dann eben schon diese Deckengewölbe. Hier riecht es nach Mode. Bitteschön. Playa Puerto San Miguel. Wir sind in San Miguel am Hafen.
malerische Strecke, aber hässliche Hotelbunker hier. Auch wieder alles auf Englisch. Hier gibt es auch diese Höhle mit den Show-Effekten, sparen wir uns aber auch. Fand ich auch schön. Das war mal eine Straße. Wir gehen jetzt zu Fuß. Ist irgendwie alles ausgewaschen worden. Wo auch immer sie hinführt. Hier ist sogar noch ein Rest von einer Befestigung. Nach einer Fahrt durch die wunderschöne Landschaft, vorbei an Oliven, Mandelbäumen, sind wir jetzt in Santa Agata. Da die Straße fahren wir dann weiter. Kurz vor San Antonio hat uns ein Schild mit Aquarium hierher gelockt. Wir gucken jetzt mal, was hier der Strand zu bieten hat. Was man sehen kann, ist diese Bucht. Ist schon mal sehr schön. Im Hintergrund San Antonio. Da muss auch irgendwo das Café del Mar sein. Hier irgendwo am Strand, wo man dann den Sonnenuntergang fotografieren kann. Da ist das Ferryboat. Oder ein Glasbodenboot. Und da unten, das muss das Aquarium sein. Da latschen wir jetzt mal hin. Hast du gesehen? Also hier im Hintergrund sieht man das Aquarium. Da haben sie so eine Höhle ausgebaut mit zwei, drei Wasserbecken. Und ein paar Fische. Hier ist die Bucht von San Antonio. Betonbunker. Da fahren wir jetzt nochmal rüber. Genau wie der Siesta-Zeit, da wird alles zu haben. So, das war's. Das berühmte Ei des Kolumbus. Jetzt ein Schiff in der Mitte. Wir haben einen relativ zentrumsnahen, kostenlosen Parkplatz gefunden. Gehen jetzt mal rechts Richtung Stadtmitte.
Nach einer halsbrecherischen Fahrt über Stock und Stein sind wir jetzt hier oben auf dem Berg angekommen. Da steht ein Sendemast. Und noch ein Stückchen weiter hat man wahrscheinlich dann auch noch einen Blick auf die andere Seite. Da fahren wir jetzt aber nicht mehr lang. Dann kehren lieber um. Dieser Feldweg, 15 Minuten sind wir da jetzt schon unterwegs. Und hier der Blick auf die andere Seite. Da kommen wir her. Das müsste San Antoni sein. Und da sind wir jetzt gerade hoch. Hier Duft von Kiefern. Da unten ist die Straße, auf die wir jetzt wieder zurück müssen. 10 Minuten lang bergauf, bergab. Und dann geht's weiter an die Küste. Wir sind in San Rafael, Home of the Privilege und Amnesia. Gerade schon vorbeigefahren. Von außen bei Tagelicht gesehen immer recht hässlich. Ja, jetzt gucken wir mal hier in San Rafael, bekannt für die Töpfereien. Mal gucken, ob wir das finden. Mit etwas Suchen haben wir dann noch die Keramiken gefunden. Es gibt wohl insgesamt zwei Läden hier, die den Büroort berühmt machen für seine Keramik. Naja. Und da vorne ist der zweite. Es ist Mittwochmorgen. Wir sind in Escanar. Heute ist Hippie-Markt-Tag. Haben jetzt hier in der Seitenstraße einen Parkplatz gefunden, anstatt 3,50 Euro zu zahlen. Und schauen jetzt mal vor zum Hippie-Markt. Fächer, Flamenco-Fächer. Da gibt es Flamenco-Fächer. Wir sind in Kalalonga, auf Nachmittagscafé, nachdem wir ein Einkaufsparadies entdeckt haben, wo es das ganze Zeug vom Hippie-Markt zum halben Preis gab. Bis auf ein Armband, aber naja, dafür war der Hippie-Markt. Naja, und hier ist ein schöner Strand, es gibt ein paar nette Hotels, recht ruhig. Wir sind in San Antonio. Haben wir wieder einen kostenlosen Parkplatz gefunden und diesen Sonnenuntergang hier, der jetzt gerade hinter den Wolken wahrscheinlich stattfindet, wollen wir eigentlich mal sehen. Café del Mar, wir kommen. Ja, von außen wieder recht unspektakulär. Die spektakuläre ist da hinten der Sonnenuntergang. Alles noch im Winterschlaf. Ja.
Leider ist es wohl doch so, dass es hinter den Wolken verschwinden wird, der Sonnenuntergang. Wir hoffen dann noch auf ein paar schöne Abendrotaufnahmen. Aber da machen uns die Wolken heute einen Strich durch die Rechnung. So, im Hintergrund sieht man den ganzen Wahnsinn. Café Del Mar, daneben ist auch noch irgendein Café. Und da werden die Leute abgefüttert. Preise habe ich mich noch gar nicht erkundigt. Nur mal schauen. Wir sind noch ein bisschen weiter gelaufen. An die Spitze sozusagen. Auch hier öffentliche Bänke abgestellt. Man kann es eigentlich sehr schön genießen, aber... ja, ein bisschen Abendrot gibt es, aber das ist auch dann schon alles. Die beiden wieder. Donnerstagmorgen, wir haben gerade den Leihwagen zurückgegeben und sitzen jetzt hier am Strand. Wir haben unserer Mitbewohnerin nicht vertraut, als sie sagte, dass das Schiff nur Samstag fährt. Denn es fährt tatsächlich jeden Tag. Wir haben gerade Tickets gekauft, fahren dann nach Formentera. Hoffen, dass die Wolken dann hier diesen blauen Himmel weichen. So wie es aussieht, ziehen die auch eben von rechts nach links. Und dann hoffen wir auf einen schönen Tag auf der Karibik des Mittelmeers. Um die Wartezeit auf die Fähre zu verkürzen, war ja doch eine Stunde, sind wir nochmal hier an die Promenade gegangen und siehe da, einige der Stände von gestern sind heute hier. Wir haben sogar schon Verkäufer wiedererkannt und Utensilien. Naja, und jetzt wird halt nochmal so eine Halskette gekauft. So, 10.30 Uhr. Wir sitzen auf der Fähre, die allerdings im Moment noch nicht losfährt. Das Wetter hat sich noch nicht signifikant verbessert. Aber warten wir es mal ab.
auch nicht mit wieder aus. Haben wir jetzt schon. Ein rennt der Bike und rennt der Motor neben dem anderen. Wir wandern jetzt doch mal die kleine Runde, die im Reiseführer empfohlen ist, nach Espriol. Ich habe hier eine Karte organisiert. Wir sind dann dementsprechend hier. So, links das Meer, rechts der Binnensee. Den umrunden wir jetzt und da drüben ist Espujol. Und da kann man dann wieder zurücklaufen, die kleine Runde bis hier. Ich habe gerade die Informationstafel gelesen. Also hier ist der ehemalige einzige Zugang in das Salzwasserbecken. Durch diese Brücke floss das Wasser, wurde drüben konzentriert und dann entsprechend das Salz gewonnen. Das ist also der Weg, der bis an die Spitze vorführt. Wir laufen noch bis zur Hälfte und biegen dann rechts ab. Wir sind jetzt in den Dünen auf dem Weg zur Spitze von dieser Insel. Nachdem die Runde nach Espujol doch zu lang war, und wir es jetzt kurzfristig abgebrochen. Hier ist eine ehemalige Salzmühle, die aber nur kurz in Gebrauch war. Und von hier wurde dann das Salz abtransportiert. Jemand will unbedingt 6 Euro sparen für eine Fahrradfahrt. Jetzt müssen wir stundenlang zu Fuß unter der Brandsonne umlaufen.
Ein halbes Stündchen sind wir gelaufen. Ein halbes Stunde, genau gesagt. Jetzt sind wir schon fast an der Nordspitze der Insel. Haufen Leute hier. Tja, das sind die Reste der Bootsverteuerung hier. Leider gammelt alles so ein bisschen vor sich hin und verfällt. Aber so ist das halt. Wir sitzen in Woodridge oder wie auch immer es heißt, jedenfalls gehört es zum Pascha. Und entsprechend ist das Preisniveau. Brot und Knoblauch 27, Paella 28 Euro. Aber was tut man hier? Danach noch ein bisschen am Strand sitzen und dann gemütlich zurück. Geh doch nochmal rein. Ja, die Südsee von Ibiza, von Teheran. Wir sind wieder im Hafen angekommen. Etwa noch 2 Stunden bis zur Abfahrt. War ganz schön anstrengend, durch den Strand zu laufen, weil ja doch der Sand immer recht weich ist, aber wir haben es geschafft. Wir gucken jetzt nochmal ins Salines. Da ist zwar nicht allzu viel geboten, aber so ein Käffchen oder so könnte man schon mal trinken. Tintenfisch frittiert mit Kartoffeln. Eine Sonnenuhr, die hier auf kurz vor 3 jetzt zeigt. Allerdings, nee, warte mal. Wir umrunden die Küstenfelsen ganz schön nah. Das ist jetzt nicht angezogen, sondern hier gerade mal 30 Meter weg. Wehe, wenn da eine große Welle kommt. Naja, jedenfalls kommt jetzt gleich Kalajunga. Und dann sind wir auch gleich schon da. Durchgefroren und durchgewindet. Ja, das ist die Hotelkatze. Jeden Tag hier. Das war's. In 10 Minuten kommt unser Bus. Und wir werden abgeholt. Schöner Tag. Deutschland ist, glaube ich, nicht so schönes Wetter, aber naja, was soll man machen? Wir müssen ja wieder zurück, ne?
Ibiza aussehen. Apartment Blocks. Naja, wir sind in Ibiza Stadt. Desesperados, caigamos juntos y enredados.